Unser Team ist in Position. Wir sind bereit, den Odin zu entwenden. Sind Sie sich da absolut sicher, Sir? Ja. Tykes ist auf jeden Fall unser bester Mann für diese Art Job. In der Schlacht ist er allerdings schnell etwas übereifrig. Wir müssen also zusehen, dass wir hinterherkommen, wenn der Kampf erstmal angefangen hat. Wenn er den Odin tatsächlich steuern kann, ist es äußerst wichtig, dass wir alle Basen der Liga in der Gegend ausschalten. Hoffentlich können wir alle Übertragungen lang genug blockieren, bis er das geschafft hat. Wir können nicht riskieren, dass irgendwelche Nachrichten hierüber nach Korhal gelangen. Was wissen wir über diesen Odin? Es handelt sich um einen experimentellen, überschweren Belagerungskampfläufer, der für ausgedehnte Kämpfe an der vordersten Front entworfen wurde. Sehr kampfstark. Klasse. Also könnte doch nicht mal Tykes den verschrotten. Da kommen Sie. Los, los, los! Ach ja. Es ist doch immer wieder schöner, dem Tykes bei der Arbeit zu sehen. Wir sind hier auf Valhalla bei einer weiteren Folge von Let's Play StarCraft 2. Und zunächst mal perfekt. Raumjäger können sich tarnen und damit unsichtbar für die meisten feindlichen Einheiten werden. Achten Sie auf Raketentürme und Ravens, welche die Fähigkeit haben, getarnte Einheiten aufzudecken. Ei, ei. Ja. Der Raumjäger. Eigentlich sollte er schon unser Standard-Flugeinheit sein. Zumindest in StarCraft 1 war er unsere Standardflugeinheit. Bekam man auch recht früh. Geht recht gut, ist jetzt nicht wirklich stark. Kann sich aber tarnen und ist in der Masse halt recht schmerzt. Ist halt die leichteste Kampfeinheit, die fliegen kann. Demnach. In diesem Spiel hier setze ich sie auch nicht gerne ein. Sind aber meine ganze Palette effektiver gegen Flieger als gegen Bodeneinheiten. Kann dann auch beides angreifen, was ein riesen Vorteil ist. Ich persönlich bevorzuge da die Dings, die, wie heißen sie, die Valkyrien, glaube ich. Diese Kampfwalker, die sich in Flieger verwandeln können. Die mag ich lieber, die sind nämlich auf allen Ebenen sehr stark. In dieser Mission wäre ich auch recht froh über Golat, ich sag's euch. Manchmal Mensch, ist wurscht. Das ist wenigstens zu angenehm. Man bekommt zwar ganz versetzt die ganzen Einheiten, aber man kann mit dieser Einheit, die man in der Mission bekommt, in diesem Falle der Raumjäger, kann man die Mission im Grunde schaffen. Das ist ja auch so ein Sicherheitsfakt. Denn ich muss diese Mission nun geschaffen, auch wenn ich keine, wie auch immer, Feuerfresse oder so habe. Ich kann es kaum noch erwarten. Ja, Tykes. Das ist jetzt keine verdeckte Operation, Herr Mädels. Feuert aus allen Rohren. Seht ihr das? Das ist Tykes in Lebensgröße. Das ist ein normaler Space Screen in Lebensgröße. Seht ihr da den Unterschied? Ja, der ist größer. Und etwas, ja, unkontrollierbar. Sie scheinen da etwas sehr Interessantes gefunden zu haben. Wenn Sie mir eine Probe davon ins Labor bringen könnten, wäre das super. Aktiviert die automatischen Geschütztürme! Wow. Ihr haltet mich nicht davon ab, dieses Baby zu bekommen. Ja, das ist doch immer wieder gut, oder? Wahnsinn! Wahnsinn! Der Typ hat eine Chain Gun. Diese Chain Gun ist verflucht gut. Also der Tykes, der ist doch sehr stark hoch, was haben wir hier? Jetzt seht schön zu. Das ist ein erotischer Moment. Heilige Scheiße. Ich kann es kaum abwarten, einzusteigen und die Bude hier auseinanderzunehmen. Position halten, Tykes. Lass uns erst Unterstützung darauf schicken, um dich zu decken. So muss das laufen.
Verdammt, Tigers, du sollst warten. Kannst du mich hören? Sein Kommunikator steht auf Senden, Sir. Er kann uns überhaupt nicht hören. Die Liga hat ihre Verteidigungsanlagen bald hochgefahren. Na klasse. Errichten wir so schnell wie möglich unsere Basis. Wir müssen ihm einfach reinfolgen und hoffen, dass er es nicht zu sehr übertreibt. Oh Mann, wie mache ich was vor? Ja, das ist... Das zeugt von wahrer Intelligenz. Ich will es nicht behaupten, dass der gute alte Tykes leicht beschränkt in der Waffel oben ist, aber doch genau das. Der Tykes ist eine Flasche. Strategisch gesehen wie menschlich. Aber Odin, Prototyp, das Schwein haut rein. Das Schwein haut rein. Ihr seht, da seine primären Waffen sind schon mal so groß wie ein ganzes Space Marine. Ups. Das war Tykes! Sir, ich orte schwere Kreuze der Liga auf Abfangkurs mit dem Odin. Was? Achso. Hey, Halsporn, willst du diese Raumjäger jetzt haben? Die nehmen es locker mit einem schweren Kreuzer auf. Du kannst am Raumhafen noch mehr bauen. Ja. Die schweren Kreuzer sind böse. Aber ich habe Raumjäger. In erhöhter Anzahl. Der kann ja auch nicht sparen. Hey. Leider Gottes brauche ich einen Tech-Labor für die Schweine. Was nicht passt, wird passt. Nicht genügend Mineralien. Deine Mutter hat nicht genügend Mineralien. Repariert den Odin. BBF sollte man immer mitschicken bei dem Typen, damit er stets repariert werden kann. Logisch. Also, was ist jetzt der Plan, Commander? Die Basen in Schutt und Asche legen, oder? Ja, wenn du nichts sagst... Jimmy, Wagner, kannst du mich hören? Nein. Ja, ich kann dich schon hören. Tja, also, solange du mir nicht sagst, dass ich hier nicht auf den Putz hauen darf, mache ich das doch einfach mal. Ja, ist mir im Grunde Wurst. Der kann mit einem WBF die halbe Karte zerbrechen. Mal sehen, was dieses Baby so drauf hat. Nette Sprüche hat er drauf. Es ist mir nach Hause gefolgt. Kann ich es behalten? Ich höre, Commander. Aber mit Problemen. Oh, du willst hier von was? Boom. Koordinaten empfangen. Seht ihr, der Typ, der räumt, denke ich, im Grunde alles auf. Ich muss nur die Flieger abhalten. Rest macht er komplett alleine. Ich muss für die Reparatur sorgen und ich muss Flieger vom Himmel holen. Der Rest erlegt sich. Das sind Medivacs. Heilende Flugeinheiten. Echt cool. Fliegende Sanitäter. Ihr seht. Die nehmen mir im Grunde als einzelne Transporteinheiten. Der Schwein hat Tech-Reaktoren. Das ist eine Vermischung aus Tech-Labor und Reaktoren. Da komme ich, wenn ich die Protoss-Forschung ans Maximum treibe. Sieht cool. Das bringt nämlich die Vorteile eines Tech-Labors. Das bedeutet, ich kann zum Beispiel Raumjäger bauen oder einen Feuerfresser. Und die Vorteile eines Reaktors, das bedeutet, ich kann zwei Feuerfresser bauen. Oder? In späterer Folge des Spiels kann ich dann auch zwei schwere Kreuzer gleichzeitig bauen. Das ist das, was ich so geil finde. Auch ist es cool, dass so ein kleines WBF so einen Raumjäger reparieren kann. Während er fliegt. Chuck Norris Style. Gut, der Bunker steht hier komplett bemannt. Hier. Wäre der Adjutant ein Fleischling, dann wäre das sehr unheimlich gewesen. Ich höre, Commander. Ist aber so sehr unheimlich. Maximaler Schub. Der sein Gesicht über den Kopf zieht. Weg. Computer sagt nein. Gut. BBF bereit.
wollte ich jetzt? Mann, ich brauch mal einen WBF, der den Schaden repariert. Das Ding hier hat ja schon Schlagseite. Redet er immer so viel, Sir? Leider. Ja, sobald er in einen Kampf verwickelt ist, kann er einfach nicht die Klappe halten. So, jetzt wo das geschafft ist, mache ich mal eine kleine Pause. Gut, dass ich mir eine kleine Erfrischung mitgebracht habe. Bier. So eine Sau. Sauft er doch tatsächlich in meinem Odin Bier. Ich hoffe, er verschluckt sich daran. Stimmt. Ja. Da macht immer wieder solche kleinen obligatorischen Pausen. Damit ich nachziehen kann und so ihn reparieren kann. Mir etwas Luft zum Atmen verschaffe. Brauche ich auch. Nutzt nichts. Währenddessen denkt der Gegner, er ist cool, wenn er mich angreift. Gut, dass ich noch einen Bunker da habe. Leg dich niemals mit einem terranischen Bunker an. Später nachher freue ich mich, wenn ich dann meine Spezialisten bekomme. Kann ich nämlich dann statt einen Spaceman, kann ich dann einen Spezialisten reintun und der tut dann richtig Aua machen. Der hat nämlich ein Scharfschützengewehr. Es geht auch nichts über einen Drink auf den verkohlten Überresten seiner Feinde. Bier trinken und das in meine Modin. Nicht einmal einen Kommunikator richtig einstellen kann, die Sau. Flasche. Diese Damn-Luck. Oh, wie ich ihn hasse. Da freue ich mich schon auf die letzte Szene dieses Spiels. Ach, das ist so ein herzergreifender Schluss, sage ich euch. Darauf freue ich mich fast schon am meisten. Der Schluss dieses Games ist dermaßen geil. Ich kann nicht mehr länger abwarten. Weiter geht's. Ja, nervöser Finger. Spiel doch noch ein bisschen an dir rum. Dann haben wir mehr Zeit. Koordinaten übermitteln. Dann übermitteln die Koordinaten. Koordinaten empfangen. Schaut Operationen. Melde Bereitschaft. Ein bisschen Feuerbestück kann man schon bringen. Braucht man zwar jetzt nicht unbedingt, da der Typ eigentlich recht stark ist. Einsatzbereit. Maximaler Schub. Der rennt doch auch sehr gründlich raus. Also da habe ich ihn sehr wenig. So. Auch ist es cool, dass dieser Odin, dieses fette Schwein am Walker, sogar Anti-Air, also AA-Raketen. Lacht nicht, das heißt Anti-Air. So, gegen. Wird gemacht, Commander. AA-Raketen. AA-Raketen tun Fliegen weh. Der normale, also ich bekomme ja dann nach der nächsten Mission, der Schlussmission dieser kleinen Bonusreihe, bekomme ich dann eine kleinere Version, die ich dann auch in meiner Fahrzeugfabrik produzieren kann. Und zwar den sogenannten Tor. Der Tor hat im Grunde beinahe die gleichen Fähigkeiten drauf wie der. Hallo, blinkender roter Knopf. Wofür bist du denn da? Schau zu. Boom, Baby. Der Schwein macht Aua. Verdammt, ist das geil. Ja. Ach, wie gern würde ich jetzt da drinnen sitzen. Das ist einfach ein Gefühl der puren Männlichkeit, versteht ihr? Da sitzt ihr da drin in einem, keine Ahnung, 10, 15, 20 Meter hohen Giganten, ja, 10 Meter hohen Walker und habt einfach grenzenlose Feuerkraft in einem einzigen Finger. Ich meine, das hat man als Mann ja sowieso. Ich denke mal, ihr Jungs braucht eine Weile, um aufzuholen. Der gute alte Tykes wird sich hier einfach ein wenig entspannen. Ja, wie dem auch sei. Mal sehen, was dies ist. Weckt mich einfach, wenn ihr soweit seid. Eine kleine Nuklearrakete sollte ausreichen. Ja. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Könnten Sie mir eine Probe davon ins Labor bringen? Vielleicht ist es ja zu etwas Nutze. Ach so, das ist wegen dem Dom. Ja, okay, jetzt hast du keine kleine Textüberlagerung gegeben. Und das ist mir nach Hause gefolgt.
kann ich es behalten. Ja, würde ich sagen, bis zur nächsten Folge von Let's Play StarCraft 2, wo wir dann dieses verfluchte Lager dem Rest geben werden. Tschüss und bis morgen.